Willkommen zurück zu SFS und willkommen zum Steam Release. Und zwar ist am 18.02., also vor 4 Tagen, SFS auf Steam rausgekommen. Damit ist SFS jetzt ein Multiplattform-Spiel. Wie viele Multiplattform-Spiele gibt es leider zwischen den verschiedenen Versionen auch große Unterschiede. Und denen werde ich mich in diesem Video widmen. Die ganzen Sachen, die ihr hier sehen werdet, die habe ich von der Steam-Website. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und anschließend würde ich auch gerne meine Meinung dazu sagen, also einen kleinen Kommentar dazu. Und ich hoffe, es gefällt euch. Falls ihr noch Sachen wisst, dann schreibt sie in die Kommentare. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Zuerst starten wir mit dem Baumodus. Und zwar seht ihr, dass fast das gesamte Interface sich verändert hat. Und wir starten einfach mal oben rechts und gehen dann in Uhrzeigersinn herum. Und die Sachen sind ziemlich klein, deshalb werde ich einmal kurz hineinzoomen. Und zwar haben wir hier 5 Knöpfe. Und zwar New, also eine neue Rakete bauen. Save, die Rakete speichern. Load, eine Rakete laden. Share, also eine Rakete mit anderen Leuten teilen. Und Launch, um die Rakete eben zu starten. Und ja, die sind um einiges anders als in der mobilen Version, wo im Grunde nur Launch ist und das Menü. Unten rechts haben wir die Stufen und dazu habe ich auch noch ein besseres Bild. Und zwar hier, ihr seht, da sind verschiedene Stufen zu sehen. Und zwar gehen die von 1 nach oben und das ist so ein bisschen ein Kontrast zu Kerbal, wo es eben von der höchsten Zahl zu 0 runter geht. Und ja, auf Mobile ist das eben normalerweise auf der linken Seite, wenn man den Baumodus umschaltet. Dann unten in der Mitte, da haben wir 5 verschiedene Informationen im Vergleich zu SFS auf der Mobile-Version, wo wir eben nur 2 haben. Und zwar haben wir hier einmal die Masse, den Schub, Schub pro Masse, die Höhe und die Teileanzahl. Und auf der Mobile-Version haben wir eben nur die Masse und Schub pro Masse. Unten links haben wir dann, wie auch auf Mobile, die Symmetrie. Und darunter ist eine ganz neue Funktion. Und zwar ist es sowas wie die Nutzlastverkleidung zu schließen und zu öffnen. Das ist vor allem nützlich, wenn man BP-Editing betreibt und dann eben eine spezielle Nutzlastverkleidung macht und sehen möchte, wie sie halt aussieht. Und ich weiß nicht genau, wie es dann aussehen würde, weil ich eben das Spiel nicht habe. Aber sowas gibt es auf der Mobile-Version auf jeden Fall nicht. Und das war's mit dem Baumenü. Und jetzt gehen wir gleich rüber und zwar ins Spielmenü. Hier hat sich auch wieder ganz schön was verändert und deshalb gehen wir auch wieder nach oben rechts und dann einmal im Uhrzeigersinn herum. Da haben wir die Zeitbeschleunigung, die Position ist dieselbe, aber das Design hat sich auf jeden Fall verändert und ich habe irgendwie gehört, dass es irgendwie bis zum 5-fachen physischen Time Warp geht. Also auf der Mobile-Version geht es halt eben nur bis 2 und 5 ist halt schon was ganz schön Cooles. Unten rechts haben wir die Stufen und zwar praktisch genauso wie auf Mobile. Das Design hat sich natürlich auch verändert. Die Position ist dieselbe, steht hier aber relativ alleine im Gegensatz zu Mobile, wo man es eben erstmal umschalten muss. Und da haben wir das Herzstück des Ganzen und zwar unten in der Mitte ist eine riesige Übersicht. Einmal mit der Geschwindigkeit, mit dem Schub, mit der Höhe. Unten links seht ihr dann Ignition, also ob die Triebwerke an- oder ausgeschaltet sind. Dann RCS, ob die RCS-Düsen an- oder ausgeschaltet sind. Und rechts sehen wir dann nochmal so eine kleine Grafik, wie gerade die Rakete gedreht ist. Bei Mobile ist das auf verschiedene Plätze verteilt. Also Geschwindigkeit und Höhe ist oben rechts. Schub und ob die Raketen Triebwerke an- und aus sind, sind unten rechts. Und die RCS-Düsen werden halt anhand der Pfeile angezeigt, mit denen man dann die Rakete steuern kann. Und die Schräglage der Rakete wird oben links angezeigt. Dann unten rechts, da haben wir die Treibstoffanzeigen und eben auch die Temperaturanzeigen. Die sind auf Mobile auch an derselben Stelle, natürlich anderes Design. Und bei den Treibstoffanzeigen mit den Prozenten würde ich mir auch ganz gern wünschen, dass das wieder auf Android ist oder auf Mobile generell. Das war eine Weile so, wurde dann aber irgendwann zu diesem Balken geändert und seitdem eben nicht mehr zurückgeändert.
Oben links haben wir zuerst mal die Karte, dann Speichern und Laden. Und zwar sind das dann wahrscheinlich die Quicksave-Dateien. Und es scheint tatsächlich so, als gäbe es eigentlich überhaupt kein Menü, weil irgendwie alle Sachen direkt auf dem Bildschirm zu sehen sind. Jedenfalls im Mobile ist es eben unter dem Menüpunkt erst, dass man es abspeichern kann. Oben in der Mitte haben wir dann weitere Informationen, die tatsächlich auf Mobile gar nicht verfügbar sind. Also wir haben einmal die Masse, und zwar die Masse zum Zeitpunkt, wo wir gerade fliegen. Da haben wir den Schub, wir haben den Schub pro Masse und wir haben die Teilanzahl, also quasi dasselbe wie im Baumenü. Und das gibt es tatsächlich gar nicht auf Mobile, was eigentlich ziemlich schade ist, weil es eigentlich ziemlich wichtige Informationen sind. Noch eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass die Textur der Kapsel sich irgendwie ein bisschen verändert hat, aber das ist auch ein bisschen merkwürdig, weil es sich von Video zu Video, von Bild zu Bild irgendwie immer wieder verändert. Also ich weiß tatsächlich gar nicht, wie die Kapsel dann wirklich aussieht. Jedenfalls finde ich dieses Design an sich ziemlich cool und gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Textur. Eine weitere Sache, wofür ich leider keine Bilder gefunden habe, ist, dass Leute inzwischen angefangen haben, das Spiel auf Steam zu modden. Also so wirklich schon viele eigene Mods zu machen, wie zum Beispiel eben neue Texturen. Und das ist an sich natürlich sehr toll. Leider geht das auf Mobile nicht, also Spielmodden geht nicht, weil man sich dann theoretisch die Expansion per Mod holen könnte, was die Developer natürlich nicht wollen. Das Spiel ist jeweils auf Steam und auf Mobile in C# geschrieben. Das heißt auch, dass die ganzen Dateien eben auf beiden Sachen gleichzeitig funktionieren. Also es ist nicht so ein großer Unterschied wie Minecraft Java und Minecraft Bedrock. Aber es ist halt trotzdem dieser Unterschied, dass man auf Steam modden kann. Und das waren die Unterschiede, die ich jetzt anhand der Bilder und der Videos ausmachen konnte. Und ich würde auch ganz gerne mal auf den Preis zu sprechen kommen. Und zwar kostet das Ganze 12 Euro, ist zwar noch im Early Access, aber immerhin. Und es kostet damit genauso viel wie die Gesamtexpansion auf Mobile. An sich finde ich es ziemlich gerechtfertigt, weil dadurch sozusagen ein Gleichgewicht entsteht zwischen Steam und Mobile. Allerdings könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass die Steam-Version vielleicht noch ein bisschen teurer sein könnte. Und lasst mich bitte ausreden. Und zwar haben sie eben ewig Zeit da reingesteckt, damit das Ganze eben funktioniert. Die ganzen Redesigns haben sie gemacht. Und daher finde ich es eigentlich gerechtfertigt, wenn es tatsächlich ein bisschen teurer wäre. Ansonsten bin ich ziemlich zufrieden damit. Ich muss sagen, ich werde es mir nicht holen. Ich meine, ich habe die Mobile-Version und die kann praktisch genau dasselbe. Ja, es gibt diese Unterschiede in Information, aber an sich ist es praktisch genau dasselbe. Und ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass es irgendwann zu fatalen Unterschieden gibt, wie zwischen Minecraft Bedrock und Minecraft Java. Dadurch bekommt man halt häufig das Gefühl, dass wenn man die eine Version des Spiels spielt, irgendwie nicht gut genug ist, um mit den anderen reden zu können. Das kommt mir manchmal auch mit Minecraft Bedrock vor. Also ich spiele ja Minecraft Bedrock und habe halt kein Java. Und dann komme ich mir manchmal ein bisschen doof vor, wenn dann Leute sagen, ja, Minecraft Java ist die bessere Version. Und darüber werde ich jetzt auch nicht diskutieren. Aber ich habe halt so ein bisschen Angst, dass es bei SFS eben auch genauso passieren kann. Ansonsten war es mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!